Ja, es ist eine Vollendung. Ich habe mir da selbst sehr viel vorgenommen, 4 Bücher, 2 Bilder, das auch immer zu einem bestimmten Termin. Es ist schon eine Herausforderung, man muss sehr konsequent sein, dass das dann auch funktioniert, da ich die Bilder, die Bücher auch selbst verlege und damit das Ganze natürlich rundherum sehr viel Arbeit ist. Zu schreiben begonnen habe ich 1999 und ich wollte ja ursprünglich als solches nie ein Buch machen. Das war einmal nur für mich. Und es hat dann eine liebe Freundin von mir mich gefragt, ob sie meine Texte, die ich ja per Hand geschrieben habe, einmal in den Computer schreiben sollte. Ja? Und ich habe dann gesagt, ja, wenn du glaubst, dann kannst du das gerne machen. Und sie hat begonnen, das zu versenden an Freundinnen von ihr, ohne mich zu fragen, und ist dann mit der Rückmeldung gekommen, ich sollte ein Buch machen. Und das war aber für mich damals so weit entfernt, da habe ich gedacht, nein, das geht sich bestimmt nicht aus. Das war nicht der Plan als solches. Und das hat dann 6 Jahre gedauert. Da ist es dann gereift und ja, diese Idee entstanden, wobei mir dann wiederum nur ein normales Buch zu machen zu wenig war. Ja, ich wollte etwas Besonderes machen und dadurch ist dieses Buchprojekt entstanden. Das gibt es bisher nicht am Buchmarkt. Das ist eine Innovation und man sieht da im Hintergrund auch den Bücherbilderrahmen. Es ist neu, man hat einen Zusatznutzen, also nicht nur den Inhalt der Bücher, sondern kann die Bilder, die sich aus den Covers ergeben, auch genießen. Ja, das war die Idee und ja, es ist neu und ja, gefällt mir, muss ich sagen. Ja. Ich habe eine große Freude damit, wirklich. Es geht im Schwerpunkt um das Thema Liebe und zwar von vielen Facetten beleuchtet, ja, weil es ja ein Thema ist, das jeden Menschen auf der Welt betrifft. Jeder ist davon betroffen, wir können sich oder uns ja gar nicht davon abwenden. Und ich habe das halt von mannigfaltiger Seite versucht zu durchleuchten, auch von Seiten der Physik, was dort ist und schon so quasi einen Diskurs zwischen Glaube und Wissenschaft dann schlussendlich gemacht. Und ich spreche auch davon, dass ich glaube, dass Gedanken und Worte eine sehr, sehr große Macht haben. Und da ist einfach entstanden diese Idee der Santa Matrix. Und zwar bin ich der Meinung, dass wenn wir heute jemanden die maximale Liebe senden, und zwar in der Form, dass Santa ja Heiligkeit bedeutet und Heiligkeit wiederum maximale Liebe, dass wir einfach unserem Nächsten was Gutes tun. Es ist eine witzige Idee und das hat es bisher noch nicht gegeben und ich denke auch, dass es funktioniert, quantenphysikalisch gesehen. Drum auch der Name Santa Claus? Drum auch der Name Santa Claus. Ich habe mich im 4. Buch bemüht und wir haben im 4. Buch eine Santa Matrix gemacht mit 1600 Namen aus allen Kontinenten, allen Kulturkreisen, die halt alle davor Santa stehen haben. Und das sollte vielleicht mein Anstoß sein oder mein Beitrag dazu, uns gegenseitig Rückenwinde zu bauen, da meine Buchserie ja den Übergang vom Fischzeitalter ins Wassermannzeitalter darstellen soll. Wir kommen in eine höhere Schwingung und ich glaube, dass wir einfach selbst aufgefordert sind, was zu tun. Und das ist halt meine Idee oder mein Beitrag dazu, wobei ich glaube, dass viele Ideen speziell jetzt in der Zeit noch kommen werden. Es ist halt eine, die lustig ist, die witzig ins elektronische Zeitalter passt, ja, und auch sehr unkompliziert ist und wie die wahre Liebe nichts kostet. Bist du jetzt eigentlich traurig, dass es vollendet ist? Nein, überhaupt nicht. Hast du ja noch so viele Ideen? Nein, ich bin überhaupt nicht traurig, weil ich glaube, dass es heute auch nicht vollendet ist, sondern dass es damit erst der Beginn ist. Das heißt, die Buchserie ist fertiggestellt. Sie ist auch heute erst tatsächlich fertig und es ist heute in Wahrheit erst der richtige Startschuss für die gesamte Serie. So sehe ich. Ja. Für manche, die das erste oder die anderen Bücher gelesen haben, was unterscheidet jetzt dieses Buch von den anderen? Ja, das 4. Buch, ich habe jetzt gesagt, in letzter Zeit ein paar Mal, es ist so ungefähr wie beim Automobilbau. Es ist heute wahrscheinlich die Hochzeit. Und die Hochzeit im Automobilbau passiert dann, wenn der Motor in die Karosserie hineinkommt. Und ich glaube, es kann heute vielleicht ein bisschen so sein, ja, dass wir den Motor einsetzen, das 4. Buch so quasi alle Bücher miteinander verbindet. Ich habe im 4. Buch irrsinnig viel Querverweise gemacht, das heißt, mich auf die anderen Bücher, die ich bisher geschrieben habe, bezogen. Und ich glaube, dass das 4. Buch auch irgendwo ein Wegweiser und der rote Faden durch die gesamte Buchserie ist. Es kommt jetzt auch im 4. Buch erst meine wahre Intention, die dahinter steckt, heraus.
war bei den ersten Büchern nicht so der Fall. Oder? Nein, das habe ich mir aufgehoben zum Schluss. Es ist wirklich so, dass man, wenn man mit dem ersten Buch anfängt, dass man schon weiß, wie das letzte dann sein wird? Naja, wie das ganze letzte nicht, nein, aber es war so, dass ich gewusst habe, wo ich hin will. Ja. Also ich bin gestartet, ja, und habe den Landeplatz als solches schon sehr genau anvisiert gehabt. Und dann ist natürlich da rundherum viel passiert. Ich schreibe das auch im Vorwort. Und zwar insofern, dass ich da natürlich meine Erfahrungswerte, die ich zum ganzen Thema Liebe habe machen dürfen, auch aufgrund dessen, dass es eine Buchserie ist, mit einbringen habe dürfen. Das heißt, ich habe darüber schreiben können, welche neue Erkenntnisse ich hatte. Und das ist eigentlich sehr spannend gewesen. Ja. Nochmal zurück auf diese Zeitalter vom Fisch zum Wassermann oder so. Ja. Was ist das genau? Naja, ich denke, dass es so ist, dass wir jetzt in eine höhere Schwingung kommen. Und ganz einfach betrachtet, glaube ich, hat das Universum jetzt ganz lange Zeit ausgeatmet und jetzt atmet es wieder ein. Und es geht in Richtung von mehr Symmetrie, mehr Ordnung. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einfach einstellen. Wir sind wirklich selbst gefordert, jeder für sich. Ich schreibe aber auch, dass das jeder nur für sich selbst machen kann. Es wird keiner kommen und das für uns tun. Was tun? Dass wir diese höhere Schwingung mitgehen können. Das heißt, es ist ein bisschen so, wie wenn wir auf einer Laufbahn stehen würden, wo die Geschwindigkeit permanent erhöht wird und wir schauen müssen, dass wir mitkommen. Was ist dein Lebensmotto? Naja, positiv zu sein. Versuchen, die Dinge mit Liebe zu machen und ja. Ja, ich glaube, dann läuft auch alles sehr, sehr gut. Was sind die Pläne für die nächsten Schritte, die nächsten Jahre? Gibt es da schon Pläne? Ja, gibt schon Pläne, aber auch von neuen Buchideen, also neue Buchideen, neue Konzepte, auch wiederum Sachen, die es bisher am Buchmarkt nicht gegeben hat. Ich muss aber allerdings gleich dazu sagen, ohne Termin. Das heißt, wenn ich das nächste Buch mache, dann mache ich es. Und wenn es fertig ist, dann sage ich, dass es fertig ist und lade die Leute ein. Und wer kommen möchte, freue ich mich sehr, aber nicht mehr unter Termin, weil ich jetzt ja gesagt habe, alle 2 Jahre am 6. Dezember kommt ein neues Buch. Und das ist natürlich schon für einen selbst eine sehr große Herausforderung. Man muss enorm konsequent sein, sonst geht es ja nicht aus. Und die letzten Tage waren wahrscheinlich. Naja, das sind die letzten Monate, wo man da wirklich Gas geben muss. Weil ich eben, wie ich schon gesagt habe, die Bücher auch selbst verlege. Und wir haben jetzt auch noch den elektronischen Markt erobert. Das heißt, es gibt E- und iBooks. Wir haben gemacht im PDF-Format und EPUB-Format. Wir sind heute mit den Büchern bei Apple zum Beispiel in 28 Ländern online gegangen.